Okay, wir dürfen mit der Elixierpumpe starten und der Gegner startet mit der Prinzessin. Mini-Packer, absoluter Hard-Counter gegen seine Truppen. Dort stellt man einen Riesen davor. Warum nicht? Er lässt da den Mini-Packer irgendwie durchlaufen. Er lässt den Mini-Packer durchlaufen, der konnte einen Hit noch am Turm landen. Jetzt haben wir da noch einen Riesen im Poison-Spell und der landet dort richtig dicke Hits. Oh mein Gott. Ja, kein schlechter Start. Auf jeden Fall schon mal deutlich besser als der von eben. Die Guards eingesetzt, um sein Musketier dort zu distracten. Er setzt natürlich, clever wie er ist, die Walküre ein. Wir setzen auch ein paar Sachen ein. Kriegen wir jetzt hier noch den Riesen davor. Starker Freeze, extrem starker Freeze. Er kriegt den Turm. Er kriegt den Turm. Ist jetzt nur die Frage, kann meine Walküre überleben? Er kriegt den Turm nicht. Oh, okay. Ich war mir sicher, dass er den bekommt. Was haben denn seine Einheiten da angegriffen? Na gut, wir kriegen jetzt aber dafür umso stärker seinen rechten Turm, keine Frage. Wir setzen die nächste Elixierpumpe ein. Und der Mini-Packer ist dort ganz gut am Wehr. Kann dort noch einen Hit am King Tower rauslanden. Jetzt kommt auch noch der Riese, der dort noch mehr Schaden verursacht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay, er freest. Er freest, das kann aber noch richtig teuer werden für den Gegner. Er kriegt den Turm zwar. Nee, noch nicht. Den kriegt er noch nicht mal. Noch nicht mal den Turm kriegt er. Und jetzt starten wir mit einem Push, der die komplette Zerstörung sein wird. Entweder wird er jetzt seinen linken Turm verteidigen müssen. Seinen rechten Turm oder er verliert seinen King Tower. Das Ganze wird nochmal gesappt und es sieht so aus, als würde er seinen King Tower verlieren. Ja, das ist der Three Crown Win. Das ist so eine Sache. Das ist so eine Sache beim offensiven Free Spell. Jetzt kriegen wir sogar 3 zu 0. Der linke Turm hat noch 11 HP. Er ist zwar nice. Der Schweinereiter kann extrem viel Schaden verursachen, aber danach. Danach. Ihr habt's gesehen. Fehlt das Elixier in der Verteidigung und er wird komplett überrannt. Ich hätte dort doch auch meinen Turm mit Absicht fallen lassen. Das wär gar kein Problem gewesen. Oh, ein Tesla. Ein Tesla so weit nach vorn. Der Baby Dragon im Rage. Kann der Mini-Packer überleben? Ah, der wird von einem Turm da noch angegriffen. Und der Riese kommt auch nicht mehr richtig an den Turm mit etwas Schaden. Der Gegner liegt vorn. Jetzt hat er hier ein Holzfäller Baby Dragon Deck. Auch dafür Respekt. Er kriegt das doppelte Well Played und Thumbs Up. Das gibt's nur für außergewöhnliche Decks. Ich bin gespannt. Holzfäller Baby Dragon. Ich glaub's nicht. War das jetzt mit Absicht seine Combo? Hat er noch einen Lava-Hund dabei? Das kann doch nicht seine ganze Combo gewesen sein jetzt, oder? Ich ziehe jetzt mal den Holzfäller hier hin. Der defensive Riese dort. Es kostet ihn halt schon Elixier. Oh, der Tesla war schlecht. Oh, der Tesla war schlecht. Das bringt uns den Vorteil, den wir brauchen. Jetzt haben wir hier einen Sepp rausgehauen. Viele denken jetzt, was war das für ein Bullshit? Nein, das war gut. Der Gegner hat jetzt wenig Elixier. Wir können die nächste Elixierpumpe einsetzen. Das Einzige, was dumm war, dass ich jetzt gerade erst meine Einheiten dort eingesetzt habe. Wir wären hier mit einem Musketier so gut aufgehoben, ne? Vor denen muss man extremst aufpassen. Die Spear Goblins sind extremst krass im Rage. Die darf man auf keinen Fall unterschätzen. Oh, der Gegner hat jetzt hier zwei Magier. Die hauen natürlich ganz schön rein. Die gehen nochmal einen Zap ab. Dann sollten die down gehen im
Poison Spell Zap Kombination. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Der Riese ist am Turm, kombiniert mit der Valkyrie. Und es sieht so aus, als würden wir den Turm bekommen. Jetzt kommen wir nochmal einen defensiven Riesen. So lange geht das Ganze ja nicht mehr. Hier setzen wir nur die Guards ein. Können wir den noch distracten? Nein, können wir leider nicht. Jetzt setzen wir hier noch den Mini-Packer ein. Die können den Bomber. Der kann den Bomber killen. Und den Ice Wizard. Das Ganze geht nochmal ein Sepp. Da ist noch eine Valkyrie irgendwo drin reingemogelt. Ja, da kommt er nicht mehr durch. Geiles Deck vom Gegner. Geiles Deck. Zweifaches Well Played. Er hat hier richtig Druck gemacht am linken Turm. Hätten wir das jetzt verloren, dann hätte ich echt gedacht, meine Fresse, was hat der für ein geiles Deck gehabt. Aber so hat er auch richtig Druck gemacht. Ja, geile Sache. Finde ich gut. Finde ich richtig geil, was ihr heute mal spielt. Wir setzen die Elixierpumpe ein. Schöner Start, kann man sich nicht beschweren. Gegner muss mit dem Musketier starten, hat jetzt schon einen Nachteil. Ich verstehe das wenigstens, was das für ein riesen Nachteil ist, wenn man nicht mit der Elixierpumpe starten darf. Er muss jetzt hier echt sein Musketier verschwenden. Mini-Packer eingesetzt hinter dem Riesen. Jetzt haben wir schon mal einen tausendmal geileren Push zu Beginn. Poison Spell drauf, der lohnt sich enormst. Und der Mini-Packer vom Gegner war schlecht. Der Mini-Packer vom Gegner war richtig schlecht. Er greift den Riesen an und nicht unseren Mini-Packer. Das Ganze wird auch von dem Sepp unterstützt. Jetzt könnte mein Mini-Packer in der Lage sein, dort ein, zwei Hits am Turm zu landen. Schöner Sepp, aber der Mini-Packer kommt trotzdem für einen Schlag durch. Wir liegen sowohl vom Schaden her vorn, auch, als auch vom Elixier. Ihr seht das Ganze jetzt. Wir können gleich die zweite Elixierpumpe setzen. Das ist auf jeden Fall schon ein guter Vorteil. Sehr, sehr, sehr guter Vorteil. Was macht der Gegner? Der Riese läuft los. Die Valkyrie auch dabei. Oh mein Gott, nein. Jetzt hier erst zack und dann die Guards. Richtig nice. Richtig nice Verteidigung auf der linken Seite. Der Gegner schreibt wow. Warum schreibt er wow? Darf ich bitte den Poison Spell setzen? Nö, dann nicht. Hat ja 100 Jahre gedauert, bis wir die mal rausbekommen haben. Nein, die Valkyrie! What? Bullshit. Nicht nur, dass wir den... Oh mein Gott. Ey, wenn wir das noch verlieren. Der gegnerische King Tower ist aktiviert. Schöner Sepp, das Musketier geht safe down. Auch die Guards hauen ziemlich rein. Wir kommen wieder nicht an den Turm. Jetzt bin ich echt am Verzweifeln. Sein King Tower ist auch die ganze Zeit noch aktiviert. Ich glaube es nicht. Richtig gute Guards. Oh, die Fire Spirits vom Gegner waren stark. Die waren wieder richtig stark. Wir kommen wieder nicht durch. Wir kommen wieder nicht durch. Aber wir haben drei Elixierpumpen. Das sollte jetzt langsam doch mal in einen krassen Vorteil münden, das Ganze. So, den Miner lassen wir durchlaufen. Und unser Push beginnt. Drei Elixierpumpen und in der doppelten Elixierzeit. Das kann jetzt richtig schwer werden für den Gegner. Wenn er das verteidigt, bekommt Respekt. Oh mein Gott, der Riese wird auf die andere Seite gezogen. Ich glaub's nicht. Er schafft es. Er schafft es zu verteidigen. Der Ice Wizard konnte dort nochmal einen Hit landen. Oh mein Gott, was für ein Game. Oh, der spielt aber auch ein geiles Miner-Deck. Und das macht er richtig gut. Hier jetzt der defensive Riese, der macht da Sinn. Sehr schön. Mini-Packer wieder. Alles lassen wir jetzt wieder den Poison Spell. Ich komme hier nicht durch. Ich komme hier verdammt nochmal nicht durch. Aber die Poison Spells machen dort Schaden auf Distanz. Jetzt nochmal ein Sepp eingesetzt. Kommt die Valkyrie irgendwie an den Turm? Nein, wir können ihn aber gleich mit dem Poison Spell ausbluten lassen. Kommt die Valkyrie, ein Hit. Nein, die Valkyrie kriegt keinen Hit raus. Kommt ein Mini-Packer, ein Hit. Ja, der Ice Wizard. Der Ice Wizard hat uns hier gerettet.
Alter, was für ein Game. Sehr, sehr starker Miner-Spieler, dass er auch den einen Push dort nochmal abgewehrt hat. Mit richtig geilen Fire Spirits. Extremst guter Spieler. Gefällt mir auch sehr. Geiles Game, verdammt. Das macht Spaß. Das ist Clash Royale auf einem Niveau. Da macht es Spaß zu spielen. Da macht es auch Spaß zuzuschauen für euch, hoffe ich. Scheiße, mit dem Ice Wizard haben keine Elixierpumpe leider. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wir haben nichts. Wir müssen mit einem defensiven Riesen kommen. Oh mein Gott! Wir hätten den Ice Wizard gebraucht und den Sepp. Oh mein Gott. Selten so einen schlechten Start erlebt. Und der Gegner hat auch 268 Turniertrophäen. Der scheint zu wissen, was er dort macht. Ich glaube, es ist mal wieder Zeit, so richtig auf die Schnauze zu bekommen. Habe ich gerade so, habe ich irgendwie ein Gefühl, das wird hier eine heikle Sache werden. So, jetzt haben wir aber den Ice Wizard, aber jetzt haben wir den Sepp nicht. Defensiver Riese? Oh, ja, sehr schön, der war gut, der war gut, der war gut. Nochmal den Mini-Packer. Ja, das war okay, der Ice Wizard kann jetzt wegkommen. Aber guck dich mal an, der Riese überlebt damit gar nichts. Wir müssen uns echt den Sepp und den Ice Wizard aufbewahren für Verteidigung. Und auch die Truppen machen es uns sehr, sehr schwer. Wir müssen den Sepp auf der Prinzessin landen. Die würde sonst zu viel Schaden verursachen. Jetzt haben wir den Poison Spell dabei. Sofort, wenn wir jetzt gleich seine. Ja, jetzt müssen wir ganz schnell den Poison Spell setzen. Ich hoffe, die kriegen keinen einzigen Hit raus. Bitte, komm, die müssen sterben, bevor sie am Turm sind. Komm schon. Na, oh ja. Die ersten zwei haben da so einen leichten Hit rausbekommen, so einen halben. Er lässt uns hier auch keine Elixierpumpen platzieren. Wir kriegen hier nichts hin. Jetzt fehlt uns der Poison Spell wieder in der Offensive. Der Mini-Packer zerstört uns komplett. Der Mini-Packer zerstört uns komplett. Valkyrie, Ice Wizard, Riese, alles geht down. Was hat der für ein geniales Deck gegen uns? Wir brauchen wieder ganz dringend den Ice Wizard. Der Feuerball vom Gegner. Ja, er haut jetzt hier immer mehr und mehr Schaden raus. Und wir haben absolut kein Mittel, um hier irgendwie aufzuhalten. Das tut halt richtig weh. 20 Sekunden geht das Spiel noch. Das wird jetzt hier der letzte Push werden und dann ist das Ding zu Ende. Alter. Mein Herz rast komplett. Ich komme gar nicht klar. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ging denn da ab? Ich hab den Miner noch mit den Guards predicted und mein Mini-Packer ist irgendwie an den Turm gekommen. Meine Fresse. Ich kann jetzt nicht mehr spielen. Ich bin fertig. Wir sind Platz 6 im Turnier. Was sind unsere bisherigen Stats? Wir haben nur zwei Spiele verloren, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Spiele, 12 Siege.